Wir sind sehr glücklich mit der Entscheidung, dass wir hier in Richtung Norden aufgebrochen sind. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Order hier und wir sind endlich wieder unterwegs. Ja, nachdem wir lange überlegt und abgewogen haben und auch von euch viele Ideen und Vorschläge bekommen haben, haben wir uns letztlich dafür entschieden, hier nach Schweden zu fahren. Spanien war auch im Rennen, genauso wie Frankreich und ein paar andere Ziele, aber ja, letztlich haben wir uns eben hier für Schweden entschieden. Das hat mehrere Gründe. Wir waren hier noch nie, Schweden soll super schön sein und wir haben dieses Mal ja in Anführungsstrichen eben nur 8 Wochen Zeit, bis wir wieder zurück in Deutschland sein wollen oder müssen. Daher macht es einfach Sinn, ein Land zu wählen, was nicht ganz so weit weg von unserer Heimat ist. Außerdem wissen wir auch schon, dass wir im September wieder losziehen wollen. Und da bietet es sich dann natürlich an, irgendwo in den Süden zu fahren. Spanien steht da bei uns ganz hoch oben auf der To-Do-Liste, aber auch Frankreich oder Portugal könnten es werden. Ja, jetzt aber erstmal Schweden. Wir freuen uns mega. Der einzige Nachteil an Schweden ist, dass es zum Zeitpunkt unserer Reiseplanung noch als Hochinzidenzgebiet galt. Das haben wir für den Aufenthalt selbst jetzt nicht wirklich als kritisch gesehen, weil wir ja sowieso durch unsere Art zu reisen sehr wenig Menschenkontakt haben und auch viel an der frischen Luft sind und Schweden ja auch sehr dünn besiedelt ist. Für die Rückreise bedeutet die Einstufung als Hochinzidenzgebiet aber leider, dass man schon bevor man zurückfährt, sich einen PCR-Test oder einen Antigen-Test hier in Schweden besorgen muss. Und selbst der Antigen-Test kostet in Schweden, ich glaube, knapp 70 Euro pro Person. Und dann hätten wir in Deutschland trotzdem noch mindestens 5 Tage in Quarantäne gemusst. Aber ich sage hätte, denn Schweden ist seit dem 2. Tag, seitdem wir hier sind, nun nicht mehr Hochinzidenzgebiet, sondern nur noch normales Risikogebiet. Auch hier sind die infizierten Zahlen inzwischen deutlich gesunken und ja, damit fallen eben diese strikteren Regeln weg. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt erstmal mega auf unsere Zeit hier. Die ersten 2 Tage waren auch schon richtig cool. Bevor wir euch jetzt aber die ersten Stellplätze und auch unsere ersten Eindrücke von Schweden zeigen, fangen wir jetzt erstmal mit der Hinfahrt und der Einreise an. Viel Spaß! Könnte es sein, dass dir ein kleines bisschen das Herz aufgeht, wenn wir nach Hamburg kommen? Nicht nur ein kleines bisschen. Magst du Hamburg? Ja. 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 Ist doch schön hier. Nach ein paar Tagen in Hamburg ging es für uns endlich los Richtung Schweden. Für den Transit durch Dänemark und für die Einreise nach Schweden braucht man aktuell einen negativen Antigen- oder PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf und in englischer Sprache verfasst sein muss. Wir haben uns zwar auch in unserer münsterländischen Heimat testen lassen, jedoch dann auch noch einmal in Hamburg, da wir dort auf der Durchreise 2 Nächte verbracht haben, um meine Schwester und Dicks Oma endlich mal wieder zu besuchen. Mit einem frischen Testergebnis in der Tasche haben wir uns dann auf den Weg gemacht. So, Grenze Nummer 1, Deutschland, Dänemark. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Hi. Hi. Oh, you want to see the test? Ja. Danke. Danke auch. Aha. Bye. Ja, bye. Ja, ein kurzer Blick auf unsere negativen Testergebnisse, die wir uns heute Morgen in Hamburg geholt haben. Einfach Antigen-Schnelltest. Das hat schon mal geklappt. Weiter geht's. Wir haben uns für die Route über Land, also über die beiden Brücken Storebald und Öresund entschieden, da wir erstens einfach Lust hatten, mal über die endlos langen Brücken zu fahren. Und zweitens wollten wir aufgrund von Corona nicht unbedingt mit vielen Menschen auf einer Fähre sitzen. Gekostet hat uns die Maut für die beiden Brücken knapp 90 Euro. Die Fährüberfahrt von Rostock nach Trelleborg, die ungefähr 5,5 Stunden dauert, wäre mit knapp 67 Euro tatsächlich etwas günstiger gewesen. Aber wie gesagt, wir wollten einfach das Erlebnis der Brückenüberquerung mitnehmen. Wir haben inklusive ein paar kleiner Staus von Hamburg bis zur schwedischen Grenze ziemlich genau 6 Stunden gebraucht. Ach verdammt, jetzt habe ich den Knopf nicht gedrückt, gerade an der Grenze, aber es war alles super entspannt. Es hat einen Blick in die Reisepässe gereicht, einen Test wollte niemand sehen, die Dame war sehr nett, sehr entspannt, wollte nur wissen, wo wir hinfahren, hat uns dann gesagt, da sei es sehr schön. Ja, wir lassen uns überraschen, wir fahren jetzt noch 1,5 Stunden, dann sind wir an der Ostküste
Und ja, lasst uns überraschen, ob der Ort tatsächlich so schön ist, wie die Dame versprochen hat. Schweden, es geht los. Ja, und dann sind wir hier im Esbit Naturreservat gelandet, kurz hinter der Kleinstadt Aarhus, und haben tatsächlich einen sehr schönen Stellplatz gefunden. Direkt am Rande eines Vogelschutzgebiets, in Sichtweite vom Meer und super ruhig. Bereits am Abend haben wir noch eine kleine Runde gedreht und uns vor allem auch über das Schwedenhaus und den Grillplatz direkt am Strand gefreut. Am nächsten Morgen, als der Parkplatz wegen des Wochenendes plötzlich super voll wurde, sind wir nochmal ausgiebiger losgezogen und haben nicht nur die schöne Natur, sondern auch das tolle Wetter genossen. Simply fascinating. Das war für den ersten Stellplatz doch echt ganz schön. Die Nacht war super ruhig. Jetzt gerade ist es hier relativ voll geworden, weil das Vogelreservat hier wohl ein ja, sehr beliebtes Naherholungsgebiet ist und es Wochenende ist. Wir ziehen jetzt weiter und schauen uns als nächstes die kleine Stadt Aarhus an. Durch die sind wir hier gestern Abend schon einmal fix durchgefahren und es sah ganz nett aus. Von daher schauen wir uns die jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Urlaub ohne Wraps gibt's bei uns nicht. Tells me good things about you, baby. I'm going.
Und jetzt sind wir beim schwedischen Stonehenge, wenn man so will, bei Ale Stena hier hinten. Das ist eine Felsformation aus der Wikingerzeit, die eine Schiffslegung anzeigt. Also die ist in Form eines kleinen Schiffes und die markiert Gräber, wenn das stimmt, was auf dem Schild steht. Die zweite Theorie ist, dass es ein, ich glaube, Monatskalender ist. Aber das scheint nicht zu stimmen. Wie auch immer, hier drehen wir jetzt ein paar Runden und schauen uns das Ding an. Jo. I could dry out in the sun for you. Follow the deep dark ocean down. For you I'd build the biggest kite and spend all of my time giggling. Daydreaming is my new middle name. This is not a game for me. Imagining is my new best friend, and red is all I see. I got a PhD in love. Every step, every breath for you. My head's up over the clouds for you. If there's a valley, I'd build a bridge so you could get by without growing so you could fly. Daydreaming is my new middle name. This is not Wenn ihr hier gerade Drohnenaufnahmen gesehen habt, dann hatten wir das Glück, dass sie uns freigegeben wurden. Denn das ist hier in Schweden so, denn man darf hier mit der Drohne fliegen. Es gelten ganz klassisch die EU-Drohnenverordnungen. Aber es gilt zusätzlich, dass man alle Drohnenaufnahmen, die man macht, zu einer speziellen Behörde schicken muss. Und mit Angabe der GPS-Daten und Co. Und die geben das dann frei oder nicht. Wir haben gehört, dass sie eigentlich fast alles beigeben. Es geht nur darum, dass man eben keine sensiblen Bereiche, militärisch und so, filmt. Und ja, das hat hoffentlich geklappt, oder das hat geklappt, weil wir die Aufnahmen gerade gesehen haben. Weil wir die Daten immer hochladen müssen, um sie an diese Behörde zu schicken, brauchen wir sehr viel Datenvolumen. Und deswegen besorgen wir uns jetzt erstmal eine lokale SIM-Karte. Es soll eine von Halebop geben, wo man unbegrenztes Datenvolumen für einen Monat für, ich glaube, 30 Euro, 300 Kronen bekommen soll. Die versuchen wir uns jetzt mal zu besorgen. Und jetzt sind wir hier. Nachdem wir die letzten Tage schon ein bisschen hier im Südosten rumgekurvt sind, was ihr ja jetzt gerade schon gesehen habt, wollen wir jetzt die nächsten Tage uns so langsam aber sicher den Weg in Richtung Norden bahnen. Wie weit wir da letztlich kommen, das werden wir sehen. Wir haben noch nicht so ein richtiges Ziel, aber wir nehmen euch in jedem Fall mit. Bevor wir weitergefahren sind, haben wir aber erstmal die Nacht auf diesem schönen Stellplatz verbracht. Und auch wenn wir noch nicht so lange in Schweden sind, können wir schon jetzt sagen, dass es hier echt super einfach ist, Freistehplätze zu finden. In Schweden gilt das Jedermannsrecht oder Allemannsrett, wie es die Schweden nennen. Das bedeutet, dass sich alle frei in der Natur bewegen und die Schönheit des Landes erkunden dürfen. Auch Wildcampen im Freien ist erlaubt, solange man Abstand zu privaten Häusern wahrt, die Grundbesitzer nicht stört und die Natur nicht beschädigt. Das gilt allerdings nur für Übernachtungen im Zelt, nicht im Wohnmobil. Dennoch ist das Freistehen mit dem Campervan fast überall geduldet. Das liest man in vielen Berichten und können auch wir bisher absolut bestätigen. Fakt ist auch, dass nicht nur ausländische Touristen davon Gebrauch machen, sondern vor allem auch die Schweden selbst. Die scheinen nämlich ebenfalls extrem campingbegeistert zu sein, was wir gar nicht wussten. Wir haben hier aber jetzt schon so viele Wohnmobile gesehen und fast immer mit schwedischem Kennzeichen.
Ja, das glaube ich. Ach, ein Traum. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill. Don't leave it all behind. So, ich versuche mir jetzt mal darin aus aufgetautem Laugenbrezelteig eine Pizza zu machen. Wir haben leider nicht so viel für drauf, aber mal schauen, wie das so wird. In der Pfanne, weil einen Backofen haben wir ja nicht. Bisschen eher so wie Flammkuchen und so. Oder? Für den ersten Test? Okay. Schickt uns gerne Tipps. Das waren unsere ersten Tage in Schweden. Wir sind sehr glücklich mit der Entscheidung, dass wir hier in Richtung Norden aufgebrochen sind und super gespannt, was Schweden noch so alles für uns bereithält. 7 Wochen haben wir jetzt noch. Macht euch also gespannt auf noch ein paar weitere Videos von uns hier aus Skandinavien und klickt gerne unten auf den Abo-Button, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir können euch auf jeden Fall jetzt schon versprechen, dass wir euch noch den ein oder anderen ziemlich faszinierenden Stellplatz zeigen werden. Bevor wir uns aber verabschieden, haben wir noch ein kleines Update für all diejenigen unter euch, die unser Trockentrenntoilette-Video gesehen haben oder auch für alle, die das noch vor sich haben. In dem Video haben wir euch ja die Trelino L vorgestellt, die wir jetzt schon seit ein paar Wochen haben und mit der wir immer noch genauso zufrieden sind wie am ersten Tag. Und meinetrenntoilette.de hat jetzt ganz neu eine Holzvariante der Trelino L auf den Markt gebracht. Die ist genauso kompakt wie die Trelino L. Sie hat ein tolles Design, genau genommen sogar 2 Designs, weil sie gibt es einmal geölt und einmal mit einer hochwertigen HPL-Beschichtung. Wir finden, dass sie mega gut aussieht. Sie ist aus hochwertigem Holz hergestellt, wasserfest verleimt und macht einen richtig robusten Eindruck. Also definitiv eine gute Alternative für alle, die auf natürliche Materialien setzen und lieber eine Trockentrenntoilette aus Holz hätten. Und das Coole ist, auch dafür haben wir einen Rabattcode für euch. Wenn ihr im Bestellprozess auf meinetrenntoilette.de den Code OTTERHOLZ mit Bindestrich dazwischen eingebt, bekommt ihr zusätzlich zu eurer Holztrelino eine große Packung Kackpulverstreu mit dazu. Das ist das gleiche Streu, das wir auch nutzen, von Viva Con Aqua. Das funktioniert super und hat natürlich auch einfach einen fantastischen Namen. Eine Rolle kompostierbare Beutel und ein zusätzlicher Deckel zum Verschließen des Urinkanisters sind im Lieferumfang auch noch enthalten. Und alle Infos und den Code findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Da ist dann auch nochmal erklärt, dass der Code OTTERHOLZ ganz speziell für die Holzvariante der Trelino ist und unser ursprünglicher Code OTTER, der übrigens immer noch funktioniert, für die normale Trelino eingesetzt werden kann, egal ob die große L
oder die kleine. Jetzt aber sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und für eure Unterstützung, auch für das Schauen des kleinen Werbeblocks gerade und dafür, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Das freut uns wirklich sehr. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns wie immer gerne einen Daumen hoch da, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Bis es soweit ist, viele liebe Grüße aus Schweden.